Hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, was bei mir im Moment blüht. Ist nicht ganz so viel im Moment, weil die meisten Orchideen bereiten sich jetzt vor auf neue Blüte. Ja, auf dieser Fensterbank habe ich jetzt ein paar stehen. Das ist Bronzebude. Der blüht fast immer und bildet immer wieder. Ich mache mal gegen das Licht, weil sieht man das nicht. Der bildet immer wieder neue Blüten und blüht und blüht und blüht. Die älteren sind dann eher gelb. Ihr könnt das jetzt so schön in der Sonne sehen. Und die frisch aufgegangen, die sind eher mehr orange und mehr Pünktchen drauf. Ich gucke mal, wo ich das am besten die Farbe rübergeben kann. Ah, schwierig. Da. Da könnt ihr jetzt in der Sonne das besser sehen. Richtig gut, so Pünktchenstriche, Neon-Mitte und der Rand ist mehr gelblich. Ne? Hinten ist die Blüte gelb. Ja, duftet schön. So, und der hat ja letztes Jahr diesen einen Kindel gebildet, aber da passiert im Moment nichts mehr. Aus dem Kindel geht aber auch der Blütentrieb. Überlege ich, ob ich den abschneide, damit der Kindel anfängt zu wachsen. Mal gucken, vielleicht im Frühjahr. Und der bildet neuen Blütentrieb. Ich versuche das da in der linken unteren, also eher mittig links in der Achse kommt jetzt ein Blütentrieb. Also noch ein. Der hat ja schon so viele jetzt. Diese leicht vergelbten möchte ich abschneiden, wenn ich mal meine Schere in der Hand habe. Dann diesen ganz kurzen kleinen, was hier unten ist, den schneide ich ab. Und wie gesagt, von dem Kindel vielleicht den Blütentrieb schneide ich auch ab. Ja, wie gesagt, Moment, ich gucke mal, ob ich das besser zeigen kann. Na, jetzt da. Da seht ihr einen Blütentrieb, das ist, der ist spitzer und kommt aus den Blattachsen. Natürlich gibt es auch Wurzeln mal aus der Blattachse, aber die sehen anders aus. Die haben so eine runde Spitze. Und der durchgebrochene, diese Stelle, wo was rauskommt, bei dem Blütentrieb ist das eher so eine Ritze, senkrechte, ne? Und bei der Wurzeln ist es eher ja, rund dann eben. Ne? Ja, aus dem Topf nehme ich den gar nicht mehr raus, weil der sich da mit den Wurzeln unten ausgebreitet hat. Wir können, wenn ich das rausnehmen würde, dann breche ich die Wurzeln. Ich sehe einfach durch den Topf, wenn die Wurzeln in dem inneren Topf weiß sind, dann gieße ich oben drauf, lasse auch ein bisschen Wasser im unteren Bereich, also dass es bis zum inneren Topf das Wasser reicht, so ja, halben Zentimeter, Zentimeter, und der zieht sich das hoch. Und Rest bleibt einfach unten im Topf, da ist noch ein bisschen. Und mit den Wurzeln, was jetzt in dem Übertopf drin sind, saugt er das Wasser auch noch weiter auf. So, stelle ich den wieder rein. Und er duftet, wie gesagt, so schön. So, als nächstes habe ich hier die Orchidee mit dem Blütentrieb aus dem Herbst. Also hatte sie mal. Ich warte ja immer noch ein Kindel von ihr. Was nicht passiert, das ist Santa Claus. Der blüht auch wunderbar immer noch, bildet aber nichts weiter und keine Blütentriebe, kein Kindel. Jetzt ist da, habe ich Aloe Vera Schale draufgelegt, eine frische. Da ist eine Knospe, die so leicht aufgeht. Und ich hoffe, das ist ein Kindel, weil sonst zeigt sie gar nichts. Die Wurzeln sind wunderbar, voller Topf, dieser größere Topf schon, alles voll mit Wurzeln. Blätter können ja nicht mehr wachsen. Ja, wie gesagt, die blüht, aber entwickelt da auch nichts mehr weiter, keine neue Knospen oder so. Deswegen hoffe ich, dass es irgendwann mal doch ein Kindel kommt. Und da habe ich dann diese eine Knospe, die da unten so ein bisschen aufgegangen ist, jetzt mit Aloe Vera umgewickelt. Mal schauen. So, die steht hier. Als nächstes habe ich hier die letzt gekaufte Orchidee, den Wildcat stehen. Der hat ein paar Blüten abgeworfen, nachdem er bei mir angekommen ist. Ich habe euch ja den gezeigt und danach hatte er, ich meine, vier
Genau, 8 hat er, 4 hat er abgeworfen an Blüten. Die Knospen, die er hatte, hat er alles aufgemacht bei mir. Und blüht dann schön. Und jetzt entwickelt er noch weitere 2 Knospen. Ich habe gelesen, dass er ja viel immer so also Knospen noch entwickelt und entwickelt. Der steht ja bei mir in so einem Topf in Topf. Das klappt ganz gut. Die Wurzeln jetzt sind jetzt aktiv geworden. Da oben. So, und ich habe den heute auch mit dieser Aloe Vera Schale, was ich auf der anderen noch hier liegen habe, habe ich so ein bisschen den Stiel angeschmiert, die Blütentriebe angeschmiert. Mal schauen, ob das was bringt. Weil ich warte auf ein Kindle, da kommt nichts. Da überall Wurzeln sind jetzt aktiv. Den gieße ich, dass ich den so Hälfte von dem inneren Topf. Ja, Hälfte, vielleicht sogar weniger, weil ich bin mir sicher, da ist ein Anzugstopf drin, mit drin. So ein Drittel tauche ich dann und die Wurzeln in den Zwischenräumen hier zwischen kleinen und großen Topf, die sprühe ich immer wieder mal an. Heute habe ich die noch nicht angesprüht, aber sonst sprühe ich die fast jeden Tag an. Ja, umpflanzen möchte ich den jetzt nicht, vielleicht im Frühjahr. Ich lasse den erstmal bei mir vernünftig sich einleben. Und ich hoffe, da kommt irgendwann mal irgendwo vielleicht ein Kindle. Mal schauen. So. Dann habe ich hier was eingepflanzt. Und hier habe ich meinen Manhattan stehen. Der blüht und blüht und blüht mit diesen 2 Blüten. Die Blüten sind schon verblasst. Na, und da passiert nichts. Und ich habe hier aber die Spitze abgekniffen. Ich möchte nicht, dass er weiter blüht. Ich möchte, dass er Blätter bildet. Den habe ich heute auch mit Aloe Vera eingeschmiert, die Blätter und den Stiel. Also Wurzeln bildet er schon. Moment. Moment, ich nehme den mal raus, dann könnt ihr das sehen. Das war ja eine gerettete Orchidee, die dann alle Blätter, das war so eine vertrocknete Palme, die hat alle Wurzeln abgeworfen, die hat alle Blätter abgeworfen. Nach und nach hat sie sich erholt. Die saß in einem kleinen Topf. Das habe ich euch mal gefunden. So ein Joghurt, Puddingbecher. Dann habe ich die mit euch zusammen umgepflanzt. In so einen normalen. Das ist jetzt ein normaler Topf, weil die gute Wurzeln hatte. Die hat schon ein schönes Blatt. So einen marmorierten. Und die hatte weiter unten noch 2 so Babyblätter. Die hat sie irgendwann mal abgeworfen. Und diese hat sie und ja, da passiert irgendwie nichts. Außer, dass die Wurzeln bildet. Ich meine, das ist auch gut. So, das habe ich aus 10.04.21 habe ich die bekommen. Seitdem ist sie bei mir. Da bildet sie überall Wurzeln. Da ist ein Waldmoos mit drin. Da sind überall schöne Wurzeln. Aber nicht, dass ich die fallen lasse. Ja. Die hält diese 2 Blüten. Das ist schon ihre zweite Blüte, nachdem ich sie habe bei mir. Und die erste Blüte war mit einer Blüte. Die zweite Blüte jetzt mit 2 Blüten. Ich hoffe, dass sie sich irgendwann mal richtig erholt, weil die kann richtig toll blühen. Die kann richtig mit vielen Blüten blühen. Und das möchte ich mal erleben. Und die Blüte ist dann größer. Also im Moment ist sie ja so mittelgroß, die Blüte, weil die Pflanze einfach ja selber noch so klein ist. Ja, so, das war's, was ich auf dieser Fensterbank habe. So, meine nächste Fensterbank, hier habe ich ohne Blüte im Moment. Die hat das letzte Woche abgeworfen. Das ist die Queen Kiss, also die weiße mit rosa Pünktchen oben drauf. Die hat geblüht ganz toll, also diese ganzen hatten überall Blüte. Das hat sie abgeworfen, nachdem sie den neuen Blütentrieb jetzt macht. Dann hat sie hier eine Knospe, Moment, da eine Knospe. Dann hat sie irgendwo noch, also hier hat sie einen neuen Seitentrieb. Glaube, das war es im Moment, aber das reicht ja auch. Wie gesagt, die hat hier. Ich gucke gerade, ob das dann, ja, aber da ist eine neue Wurzel. Also wie gesagt, diesen neuen Blütentrieb und ein paar neue Abzweigungen. Zuletzt habe ich dieses hier abgeschnitten, da waren noch ein paar Blüten. Deswegen weiß ich nicht, ob sie da noch was macht oder nicht. Aber wenn sie hier blüht, da blüht ein neuer Trieb,
Das wird schon genug sein. Die hat dieses eine Blatt bei mir entwickelt. Neue Wurzeln hat sie auch, aber vor allem auch hier im Topf. Die mittlerweile ist ja auch hier angewachsen. Die sitzt in so einem Kokosgrund. Nimmt viel Wasser auf, der Grund. Das heißt aber, also ich habe davor keine Angst, dann braucht sie eben lange, bis sie das Wasser austrinkt. Und dann steht da unten noch Wasser, weil die gieße ich auch nur so, dass ich so Wasser am Rand reinlaufen lasse. Also hier, wo die Wurzeln sind. Und dann lasse ich das Wasser so nur ein bisschen drin. Also das ist dann alles hier voll. Das, was hier zu viel ist, trinkt sie auf und das war's. Und das andere Wasser bleibt hier und die Wurzeln, die jetzt aus dem Topf da rausgewachsen sind, die trinken das auch mit auf. Also ihr könnt sehen, die ist immer noch nass, obwohl hier schon so viel Wasser verdunstet ist oder ausgetrunken wurde. Die gieße ich einmal in ein paar Wochen. Wenn hier wirklich alle Wurzeln so silberig grau sind, dann wird die gegossen. So, jetzt sind die schön grün. Da die neue Wurzeln, da die neue Wurzeln, da die neue Wurzeln. Die eine will nach oben. Unter dem Stein ist eine neue Wurzel und da ist auch eine neue Wurzel. Ja, die macht sich gut. Die macht sich gut und blüht wunderschön. Das habe ich euch im letzten Video über blühende Orchideen. Dann habe ich hier diese hier, wo ich, das ist ein Big Lip, aber so eine kleinere. Das sind, ich weiß nicht, 5 oder 6 cm Blüte. Die blüht auch, also hat immer viele Blüten, hat auch hier, ich habe die gekauft mit 4 Blütentrieben. Dann hat sie da drauf abgeblüht, also hier zum Beispiel, dann hat sie hier abgeblüht. Ja, alle 4, diese hat zum Beispiel keinen einzigen Seitentrieb dann aufgeweckt, aber die alle 3 anderen, das ist dann alles nochmal neu gewachsen bei mir. Hier, 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 das alles und sie hat schön geblüht. Dann jetzt blüht sie ab, ne? Könnt ihr sehen, aber sie will weiter blühen. Hier ist ein neuer Blütentrieb, hier ist ja ein neuer Blütentrieb. Dann weiß nicht, ob sie noch mehr hatte. Hier, da kommt was und Moment, kann ich euch gar nicht zeigen. Da kommt was. Die hat tolle, die musste ich nach dem Kauf ausnahmsweise umpflanzen. Also nicht sofort, sondern nach ein paar Wochen, weil ich festgestellt habe, tatsächlich hier waren Wurzelfaule drin. Dann habe ich die rausgenommen, neuen Grund, also ausgewaschen, neuen Grund und die macht sich toll. Ich zeige euch das mal. Die hat jetzt neue Wurzeln gebildet. Und den Stein muss ich, der ist zum Stützen da. Die hat tolle Wurzeln gebildet. Also diese dünneren, das könnt ihr sehen, das sind die alten. Und diese dicken, das sind die neuen. Ja, die kippen immer um, deswegen auch die lauter Steine. Das ist alles neue Wurzeln. Alle schöne, wunderbare Wurzeln. Das ist zum Beispiel eine alte Wurzel. Die ist dünner, aber die funktioniert auch ganz normal. Und das sind die neuen alles. Deswegen macht sie sich ganz gut, eine Wurzel wächst nach oben, warum auch immer. Blätter hat sie nicht abgeworfen, was ich mir aber gedacht habe, weil die so papierartig sind und so komisch. Diese eine, der hat schon bei mir, kam bei mir, der ist nicht mehr so weich. Diese ist auch noch in Ordnung, aber die sind alle so komisch überzüchtet oder was auch immer. Die hat unten im Topf noch keine Wurzeln. Ich möchte ihr aber auch so einen durchsichtigen geben, dass ich die auch so gieße, ohne die rauszunehmen. Ich lege da immer so einen Stein, damit es nicht so kippt. So. Die. Dann habe ich meine Victoria. Victoria. Ja, ich versuche die mal runter zu bekommen. Wie gesagt, die sitzen so groß im Topf. Ja. So. Die blüht noch hier. Aber ist schon abblühen. Dieser Blütentrieb, die hatte hier noch so eine Rispe. Die hat sie abgetrocknet.
bildet jetzt neuen Blütentrieb. Den habe ich jetzt so nach unten gebogen, dass er mir nach unten wächst, dass dieser Blütentrieb dann eben so runterragt. Dann hat sie hier eine Knospe aufgemacht. Das geht jetzt nach da. Dann hat sie hier eine Knospe aufgemacht. Das geht nach da. Und sie hat einen neuen Blütentrieb gebildet. Einen schönen dicken. Und der ist jetzt bis dahin. Also wird sie diese Knospe ja wahrscheinlich nächste Woche aufmachen, so wie die Entwicklung sich zeigt. Und die anderen kommen dann langsam nach. Hier werde ich die noch weiter stützen. Moment, zeige ich euch. Einen Blütentrieb, der rankt immer zum Licht. Und die mache ich gleich oder morgen dann hier nochmal fest. Dass die Blüten werden dann zum Fenster gucken und aber so wie ein Wasserfall. So ähnlich wie hier. Das finde ich wunderschön, dass die so, wenn sie dann so runter hängen, die Blüten. Die hat sehr große Blüte. Das sind bestimmt 12, 13 cm. Wunderschöne Blüten. Jetzt sind sie schon leicht verblasst, weil die mit dieser Blüte blüht schon, ich will nicht lügen, schon länger auf jeden Fall, ein paar Monate auf jeden Fall. Die Blüten, die wachsen mit der Zeit auch noch. Das heißt, diese hier zum Beispiel, die älteste Blüte aus dieser Rispe, die ist bestimmt 12 cm, vielleicht 13 sogar. Klar, wenn die Blüten frisch aufgehen, dann ist sie kräftiger von der Farbe. Ja, diese hat sie abgeworfen. Es kann sein, dass ich beim Ansprühen, wenn ich manchmal meine Pflanzen ansprühe, wenn Wasser hier, Herz von der Blüte reinkommt, dann trocknet sie das aus, weil sie das Gefühl, also sie denkt dann, sie wurde befruchtet, was sie natürlich nicht wurde, und dann trocknet sie die Blüte ab. Deswegen kann es sein, dass es auch vom Ansprühen ist, dass sie jetzt diese Blüte abwirft. Sie hat ja hier, wie gesagt, hier diese Rispe abgeworfen, damit sie wahrscheinlich Kraft für eine neue hat. Mal schauen, wie sie sich weitermacht. Hier muss ich auch nochmal wieder, dann mache ich das ganz vorsichtig. Nein, mit einer Hand. Nee, mache ich lieber gleich, dass ich das weiter oben jetzt andingse, dass sie mir nicht ans Fenster andockt. Ich weiß nicht, ob hier noch was kommt. Da. Und da. Da ist noch eine Knospe, die so schön aussieht. Ja, sie hat wunderbare Wurzeln. Die kriege ich aber mit einer Hand nicht aus dem Topf. Dieses Blatt vergilbt schon länger, langsam. Das ist ein normaler Prozess. Die hat einen schönen Stamm, schöne Wurzeln. Oben drauf habe ich Moos. Die gieße ich einfach so. Die gieße ich wie eine ganz normale Blume. Am Anfang habe ich die mal getaucht, aber jetzt gieße ich die nur. Und das Wasser, was dann hier so ein bisschen bleibt, die zieht das hoch. Und das war's. So, ich die wieder hinzustellen. Mit einer Hand. Das ist ein sehr großer Topf. Und der Übertopf ist auch noch so schwer. Ja, ich stelle die gleich rein. So, als nächstes zeige ich euch gleich. Ich muss einmal um den Tisch laufen. Moment. Das ist mein Papagayo. Der blüht immer. Auch im Moment blüht er. Zeige ich euch nochmal. Ich drehe den einmal. Hier gegen das Licht zu filmen ist ein bisschen doof. Das sind die ältesten Blumen im Moment, was er hat. Fast weiß. Und ganz leichter Rosaton am Rand. Und die Mitte ist ja schon so hellrosa. Die älteste Blume ist, also Blüte, ist das. Aber die ist auch schon ein paar Monate alt. Und ist nicht mehr so kräftig gelb. Das heißt, na, die verblüht langsam, aber sicher immer. Da könnt ihr sehen auf dieser Rispe. Die älteste ist hell und die jüngste ist noch gelb. Die bildet aber weiter wieder hier mehrere Knospen. Schlecht sehen, fokussiert sich auf die Blätter. Ja, auf jeden Fall mehrere. Der Blütentrieb geht noch weiter. Aber sie hat keinen neuen im Moment, glaube ich. Ich muss gucken, weil die hat zwei hier. Diese Knospe hat sie mal aufgemacht, aber da passiert nichts weiter. Die bleibt so ganze Zeit. Sonst hat sie schöne Wurzeln. Dieser schwarze Fleck. Ich weiß nicht, ob das von der Sonne kam, und da passiert aber nichts mit. Der bleibt immer so. Ich gucke jetzt einmal, ob da was in den Achsen ist. Ne, ist nicht.
Die hat tolle Wurzeln, wir haben die zusammen in ein geschlossenes System umgepflanzt. Das ist einfach so ein Becher. Ich nehme die gerne, weil die einfach von der Größe gut passen. Ja, die hat schöne Wurzeln. Morgen oder so gieße ich die, weil unten ist noch eine grüne Wurzel zum Beispiel. Das heißt, da ist noch unten Feuchtigkeit. Oben sind die Wurzeln schon grau. Ja, ich werde die morgen dann gießen. Da mache ich dann auch so 1 cm Wasser rein. Und das war's. Die zieht das einfach hoch. Ich gieße das einfach so ein bisschen ganz langsam, dass die Wurzeln ein bisschen nass werden und der Rest bleibt da stehen. Und sie zieht sich das dann hoch. Die Blüte ist mittelgroß, aber die blüht immer schön. Eine schöne Rispe. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blüten im Moment. Oder mehr, weiß nicht. So, dann habe ich hier die Braut. Also eigentlich ist es eine Biclip, eine rein weiße. Der hat auch seine Blüten letzte Woche ungefähr abgeworfen, nach und nach. Der hat auch wunderschön geblüht und auch mit diesem, ich habe hier einen Blütenstielhalter, der so rund ist. Und dann habe ich den Blütentrieb auch so geformt. Dann hat es auch so schön geblüht mit weißen, schönen großen Blüten. Jetzt hat er, diesen Blatt hat es bei mir gebildet. Hier so ein Rand, das ist aber nicht Schädlinge befallener Blatt, sondern als er so kurz war, also als das hier unten war, hat es wahrscheinlich zu viel Sonne abbekommen und dieser Rand ist dann entstanden und dann ist er weiter gewachsen. Weil ich habe an dieser Fensterbank morgens gute Sonne. So, jetzt hat es einen neuen Blütentrieb, den muss ich auch ein bisschen stützen. So. Dann hat sie jetzt also zwei alte Blütentriebe. Also die habe ich mit diesem gekauft. Mit diesem gekauft. Die sieht doch ein bisschen anders aus. Dann hat sie diesen bei mir gebildet und den habe ich dann. Ach nee, das ist der jetzige. Quatsch. Mit diesem habe ich den gekauft, dann hat sie abgeblüht, dann hat sie hier eine Knospe entwickelt, hat sie hier noch geblüht. Genau, dieser Blütentrieb war dann als hier so angebunden. Jetzt hat sie diese Blüten abgeschmissen, hier eine neue Knospe aufgemacht. Deswegen, wenn gefragt wird, wo soll ich abschneiden, nur das, was abgeblüht ist. Jede Knospe kann aufgehen. Hier ist jetzt eine aufgegangen, diese könnte aufgehen. Weiter unten könnte aufgehen. Solange der Blütentrieb grün ist, nichts abschneiden. Also nur das, nur was abgeblüht ist. Ne? So, genau, das ist ja neu. Erzähle ich hier Quatsch. Den hat sie dann angefangen zu bilden. Ja, das ist so ein dickerer schon richtig. Hier hat sie dann eine Abzweigung, die sie jetzt bildet. Dann hat sie hier eine Abzweigung und das ist die Spitze, ne? Das dauert noch ein bisschen, bis sie blüht. Ach so, genau. Und das ist jetzt der zweite neue sozusagen. Also will sie mit zwei neuen und dann auch noch so Multiflora blühen und das ist noch auf dem alten. Die hat tolle Wurzeln. Auch bei mir bekommen jetzt und hatte sie auch tolle. So schöne. Überall kriegt sie neue Wurzeln. Da, 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 da. Und diese Seite, diesen habe ich nicht reinbekommen. Der steht ab. Da drunter, da in den Topf. Dann habe ich Wurzeln hier in den Übertopf reingejagt. Die hat hier dann unten auch noch Wurzeln überall raus. Und die gieße ich auch einmal von oben durch und lasse das Wasser da stehen. Ist jetzt nur noch so wenig drin. Na, und sonst ist es so viel, dass der Innentopf halben Zentimeter im Wasser steht und sie nimmt sich das dann auf. Ja, wunderschöne Orchidee. Also wenn ihr irgendwo so eine findet, kauft die. Die ist pflegeleicht, die macht tolle Blüte, blüht bis jetzt ohne Pause. Also jetzt ist Pause, aber wie gesagt, die hat letzte Woche erst die Blüten abgeschmissen. Im Endeffekt hat sie jetzt blütenfrei, wird sie ungefähr einen Monat stehen und dann blüht sie wieder. So. Hier steht sie dann immer so. Und die Orchidee bleibt so bei mir stehen.
Die zieht sich ja immer zum Licht, zum Fenster. Sie wird so lange so stehen, zumindest versuche ich das, bis alle Blüten aufgehen. Und dann drehe ich die und dann habe ich wunderschöne Blüten, die dann zu mir gucken. Wenn man hin und her dreht, dann sind die Knospen immer in unterschiedlichsten Richtungen. Und das ist dann, natürlich kann man es machen, aber ist dann nie so schön. Die stand zum Beispiel auch, solange die Blüten nicht auf waren, stand sie zu dem Fenster, dann hat sie alle Blüten aufgemacht, dann habe ich sie zu mir gedreht. Jetzt bildet sie aber neue Knospen, aber hier, und ich möchte nicht wegdrehen. Das heißt, diese Blüten werden schon mehr zum Fenster gucken. Die werden nicht mehr zu mir gucken, weil sie dreht immer, also eine Orchidee dreht ihre Blüten immer zum Licht. Das heißt, die Victoria, so, die Victoria, die hat ja diese Rispe, die jetzt zu mir guckt. Alle anderen, die jetzt neu wachsen, die werden alle zum Fenster gucken. Und dann drehe ich die wieder um zu mir, wenn die Blüte aufgeht. Also hier, also zumindest wenn diese ganz aufgeht, dann drehe ich die um wahrscheinlich. Und diese werden dann auch um. Ich gucke mal, aber auf jeden Fall möchte ich, dass die alle in einer Richtung gucken. Dann habe ich wunderschöne Sicht auf die Blüten. Und dann hängen die dann alle schön so. Ja, dann habe ich noch ein paar blühende. Hier habe ich nur noch zwei blühende stehen. Auf dieser Fensterbank, das ist diese hier, Red Lip. Die blüht ganze Zeit auch, aber ihr seht, die fängt an, jetzt die Blüte langsam wegzutun. Und ich habe ihr auch die Spitze abgekniffen, weil ich möchte nicht, dass sie den Trieb weitermacht. Ich hatte die ja umgepflanzt mit euch. Die bildet jetzt einen schönen neues Blatt. Deswegen, die sollte sich auf sich selbst konzentrieren und nicht auf die Blüte. Deswegen habe ich da die Spitze abgeknipst. Die hat trotzdem mit diesen vier Blüten jetzt ganz lange geblüht. Sonst hat sie keine neue Knospe aufgemacht. Die hat sich gut in diesem Topf eingelebt. Die Wurzeln sind jetzt aktiv. Da. Ja, macht sich ganz gut. Und als letztes habe ich hier noch die, ja, den Namen weiß ich zwar schon, aber habe ich im Moment nicht auf dem Sinn. Die hat jetzt diese Blüte ganz klein gemacht. Die kann viel größer die Blüte machen. So 10 cm kann sie blühen. Und diese ist jetzt, weiß nicht, 6, 7 cm, 6 wahrscheinlich eher. Das ist eine Big Leap. Die finde ich sehr schön, aber dadurch, dass sie mir zeigt, okay, die hat wenig Kraft oder was, keine Ahnung, hatte ich hier auch abgeknipst. Ich möchte, die macht gerne so lange Triebe. Die hat ja hier schon ab hier geblüht. Genau, und da kommt jetzt eine neue. Moment, das muss ich befreien. Guck mal, hier hat sie jetzt die Knospe aufgemacht. Habe ich es jetzt gesehen? So, ein bisschen Platz machen. Da kommt ein neuer Blütentrieb. Auf jeden Fall, hier hatte sie eine Blüte, da. Dann hat er sich hier so einen komischen Dings gemacht. Dann hat sie diesen neu entwickelt weiter. Und wie gesagt, ich wollte jetzt nicht, dass sie hier noch länger macht. Mag nicht diese langen Blütentriebe. Und hat nur drei Blüten gemacht. Deswegen soll sie hier nicht mehr weitermachen. Ja, aber hier macht sie jetzt da. Deswegen, wenn diese abgeblüht sind, kann ich bis hier abschneiden. Dann ist es wenigstens wieder nie so hoch. Das ist ein alter Blütentrieb. Hier ist aber auch eine Knospe aufgegangen. Die ist aber sehr langsam irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob daraus was wird. Sonst hat sie schöne Blätter, feste, schöne Blätter, schöne Wurzeln im Topf. Das ist ein großer Topf, also schon größer, als man sonst im Laden kauft. Die hatte ich umgepflanzt, aber die waren ja irgendwie immer zu nass unten. Dann habe ich hier Löcher reingemacht, noch damit es unten schneller trocknet. Ja, hat sie schöne Wurzeln überall. Und die gieße ich, indem ich das Wasser so langsam hier reinlaufen lasse. Und lasse, also bis der Untertopf voll ist, lasse die so ein bisschen stehen. Und dann gieße ich das dann weg. Und was noch runterläuft, ist es dann okay. Hier ist zum Beispiel eine schlechte Wurzel, aber das kann sein, dass es einfach eine alte ist. Kein Problem. Und dann
saugt er sich von alleine voll. Das ist dadurch, dass hier Moos ist dann nass und gibt das dann weiter. Hier, tiefer läuft hier. Man könnte diese Wurzeln rausziehen, indem man mit der Pinzette hier an der Seite dann beigeht und die rauszieht, aber oh, die kann noch bleiben, die ist bis dahin. Das heißt, wenn ich da dran ziehe, würde ich hier an der gesunden Wurzel dann doch mitziehen, das möchte ich. Ja, das ist die. Ich muss mir mal den Namen aufschreiben. Ich weiß jetzt, wie die heißt. Ich wusste sonst nicht, wie die heißt. Aber dadurch, dass ich hier keinen Vermerk gemacht habe, kann ich mir das nicht merken. Ja, eine wunderschöne. Wenn die Blüte frisch auf ist, dann ist sie mehr lachsfarben. Jetzt blüht sie schon lange mit diesen drei Blüten. Die Blüten sind zart rosa, haben aber so eine grünliche Mitte, finde ich sehr schön. Und die Lippe, diese untere, die ist immer unterschiedlich. Hier hat sie zum Beispiel überhaupt, also fast sauber. Hier ist sie, hat sie so ein bisschen pinken Streifen. Hier hat sie sogar was Gepunktetes. Also es ist immer unterschiedlich bei ihr, diese Lippe. Ja, das war es erstmal. Da habe ich die Leodore, die wir letztens umgepflanzt haben. Die habe ich hingestellt, weil sie da davor auch gestanden hat. Und dann dachte ich, okay, jetzt werde ich ihr nicht den Standort wechseln, solange die sich noch nicht eingelebt hat. Deswegen steht sie da, aber normalerweise habe ich nicht blühende oben stehen. Aber davor habt ihr ja auch gesehen, habe ich zwei Orchideen auf der Fensterbank, die nicht im Moment blühen, aber die Blütentriebe treiben. Die habe ich dann auch da stehen gelassen, weil möchte ich auch nicht alle nach oben schleppen. Dann habe ich da irgendwo mal keinen Platz. Ja, das war's schon erstmal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.